Wir sind jetzt hier am Montag nach der Podiumsdiskussion. Thema 60 Jahre BVFG, Dank und Verpflichtung. Ich habe hier den Meinolf Ahns. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst. Ja, also mein Name ist Meinolf Ahrens. Ich habe in Münster und Wien studiert, in Münster promoviert. Studiert habe ich osteuropäische Geschichte und europäische Ethnographie und neuere Geschichte. Und wie bist du jetzt mit den Siebenbürger Sachsen da in Verbindung gekommen? Ja, ich arbeite im Schwerpunkt zum Donau-Karpatenraum, zur Geschichte Rumäniens, Siebenbürgens und Ungarns. Und ich beschäftige mich mit Minderheitenfragen und natürlich sind mir die Siebenbürger Sachsen seit Jahrzehnten vertraut und habe mich viel mit siebenbürgischer Geschichte und Kultur beschäftigt und freue mich sehr, dass ich hier heute eben an der Podiumsdiskussion teilnehmen konnte. Und das ist für mich eine besondere Ehre. Und wie kam es zu dieser Einladung? Über Herrn Schuster, den ich vor einigen Wochen auf einer anderen Jubiläumsveranstaltung zum Paragraf 96 in München am Haus des Deutschen Ostens getroffen habe und der mich dann eben hierhin eingeladen hat. Und vielleicht kannst du uns dann noch ganz kurz zu dem Thema der Podiumsdiskussion etwas sagen? Thema war Betrachtung über 60 Jahre BVFG und die Siebenbürger Sachsen, also Bundesvertriebenengesetz und seine Folgen und seine mögliche Zukunft. Das war sozusagen das zentrale Thema der Podiumsdiskussion. Aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln wurde das dann betrachtet. Und welche Aspekte hast du da dargestellt? Mein Teil war so ein bisschen die Außenseiteraspekte, wenn ich so sagen kann, der Blick von außen auf die Folgen dieses Paragraphen 96 für den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft, für den Wiederaufbau nach dem Krieg und zu der Schaffung eines neuen Wir-Gefühls. Und mein Blick war eben derjenige, und zwar aus einer Gesellschaft, aus einem Staat, also im Vergleich zur Bundesrepublik, wo es so etwas nur sehr zögerlich und verspätet gegeben hat, und zwar Österreich, der Umgang Österreichs mit den Vertriebenen und den Siebenbürger Sachsen nach 1945. Was war dann da das Besondere daran? Der Unterschied ist der, dass in Österreich, anders als in der Bundesrepublik und in der DDR, die Vertriebenen nicht automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Auch die Altösterreicher, also Sudetendeutsche, Karpatendeutsche, Steirer, Gotscheer und so weiter, also Untersteirer, Gotscheer, haben dies nicht bekommen, auch die Siebenbürger Sachsen nicht. Erst auf Antrag hin war das möglich, ab 1950 sich einbürgern zu lassen, also mit sehr viel mehr Problemen als das hier entsprechend war, weil man hier ja automatisch eben dank eben dem auch Bundesvertriebenengesetz diese Möglichkeit hatte und man als gleichrangig rechtlich gesehen wurde mit den Einheimischen, den Alteinheimischen. Das ist der entscheidende Unterschied und das führte dazu, dass der Status, der Rechtsstatus der Vertriebenen in Österreich von Unsicherheit, Willkür und auch Zukunftsangst geprägt war. Und das führte da im Weiteren dazu, dass sehr viele freiwillig oder in Anführungszeichen freiwillig Österreich wieder verlassen haben bis Ende der 50er Jahre, andere mit Gewalt ausgewiesen wurden. Und entscheidend die Ursache ist, dass sich Österreich versuchte, am Anfang der Zweiten Republik von allem Reichsdeutschen zu lösen, um einen völligen Neustart zu beginnen und um so auch die Teilschuld am Dritten Reich oder die Teilhabe Österreichs am Dritten Reich so auch leichter aus der Gesellschaft verdrängen zu können. Also eigentlich sind es die tiefen Ursachen. Man hat sich also von dem reichsdeutschen Gedanken oder von der gesamtdeutschen nationalen Identität verabschiedet und versucht, etwas Neues aufzubauen. Man hat die Vertriebenen und die Flüchtlinge und die Spätaussiedler sozusagen in einen Topf geschmissen mit den Bayern, mit den Franken, mit den Hessen und hat dann eben die historischen Wurzeln und Verbindungen eigentlich versucht, künstlich zu kappen. Das hat alles natürlich auf Dauer nicht funktioniert, aber es hatte eben sehr schmerzhafte Erfahrungen für die Vertriebenen dort vor Ort. Und das ist der fundamentale Unterschied zu dem, was in der Bundesrepublik trotz aller Schwierigkeiten umgesetzt wurde. Später gab es dann in den 60er Jahren österreichische Lastenausgleichsgesetze. Die Leistungen aus diesen Gesetzen waren allerdings sehr viel geringer als hierzulande. Das ist dann noch ein weiterer wichtiger Punkt. Okay. Vielen Dank erstmal. Und du warst ja auch beim Studium Transsilvanicum mit dabei. Wie sieht es heute aus? Arbeitest du da noch mit?
Nein, da bin ich nicht mehr bei. Seit 2009 war ich das letzte Mal dabei, von 1988 bis 2009. Das findet seit 2008 in Siebenbürgen statt, an wechselnden Orten, also in Deutsch-Weißkirch zum Beispiel oder in Arkalia und so weiter. Und das ist wie gehabt, also ein Zusammentreffen von Nachwuchsakademikern, Studenten aus Rumänien, aus Deutschland, Siebenbürger, Sachsen, Ungarn und Rumänen. Österreicher. Okay, vielen Dank.